Hola ihr Lieben, es ist mal wieder Zeit für ein neues Video, endlich! Ich bin Ness und auf meinem Channel dreht sich alles rund ums Thema Kunst, Zeichnen und Malen und vor allem auch viel ausprobieren. Heute habe ich ein Herzensprojekt von mir für euch, an dem ich die letzten Wochen viele, viele Stunden gearbeitet habe. Denn jeden Montag streame ich zusammen mit der allerliebsten Corsebean auf Twitch ein Co-op-Game. Die letzten Wochen war das Baldur's Gate 3 viele, viele Stunden, um genau zu sein, knapp 200 Stunden. Unter anderem haben wir dabei solche lustigen Momente erlebt. Rein mit dem Wurm. Nom 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 nom. Rein mit dem Wurm. Nom 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 nom. Können wir eine kurze Rast machen? Kannst du nicht bitte nicht, wenn ich esse, sagen, rein mit dem Wurm. Nom 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 nom. Wenn ich esse so die Nudeln und ziehe die Nudeln so. Jetzt echt? Warum hat er einen Käserad fallen lassen? Käse gegeben? Nee, ich bin der Käse! Halt keinen Sinn. Hm. Mit dem Weißen geht nicht. Darf ich mal was probieren? Ja. Natürlich. So versucht nachzudenken. Wie siehst du denn aus? Wie sehe ich denn aus? Ich finde, die sieht cool aus. Wo hast du denn diese Brille geklaut? Die habe ich mal für mein 2000er Special gekauft und jetzt ist es meine Hype-Train-Brille. Moment mal, aber was sollen wir uns denn hier angucken? Hier ist eine Kiste mit Spielzeug. Stay alert. Oh mein Gott, Ness, really? Explosives. Um diese wunderschöne Zeit zu würdigen, die ich gemeinsam mit Lisa in diesem Game hatte, hatte ich die Idee, unsere Chars, die wir erstellt haben, als schönes Artwork zu verewigen. Und auf diesem Weg nehme ich euch, ja genau euch, jetzt mit. Erstmal vorneweg, was war mir wichtig bei dem Bild? Vor allem war mir wichtig, unsere Charaktere als Figur gut rüberzubringen. Also vordergründig zum Beispiel, welche Rasse wir gespielt haben und welche Klasse. Die liebe Lisa hat in unserem Run eine Elfe gespielt als Waldläuferin. Und deswegen habe ich ihr in dem Bild klassisch für die Waldläufer einen Bogen gegeben. Ich hingegen habe eine Drow als Druidin gespielt. Ja, ich weiß, das passt vielleicht nicht so gut zusammen, aber ich hatte vorher noch nicht so viele Begegnungen mit D&D und deswegen dachte ich mir, ich würde es jetzt spielen, ich spiele das jetzt und es hat auch super Spaß gemacht, die Kombination zu spielen. Ich fand das ziemlich, ziemlich cool. Und eben weil ich als Charakter eine Druidin gespielt habe und ich sehr, sehr gerne die Tiergestalt, den Eulenbär, verwendet habe und ich eigentlich dann am Ende nur noch als Eulenbär rumgerannt bin, habe ich im Hintergrund auch noch einen süßen Eulenbär mit eingefügt. Ich habe dann etwas an den Posen und der Komposition hin und her probiert, bis das Bild und die Komposition am Ende so aussah, wie ich mir das vorgestellt habe. Und vor allem in meinen Augen auch perfekt war für unsere Chars und ja, wie ich mir das einfach vorgestellt habe. Für die Körperhaltungen habe ich mir zum Beispiel Hilfe gesucht, indem ich mir Posen echter Männchen angeschaut habe, also anhand von Fotos, und diese dann auf unsere Chars übertragen habe, damit das Ganze auch am Ende anatomisch weitestgehend korrekt aussieht. Für unsere typischen Rüstungen, die wir zum Beispiel im Spiel getragen haben, habe ich mir Stream-Ausschnitte angeschaut und daraus dann ein paar Screenshots gemacht, die ich als Referenz für unsere Rüstungen verwenden konnte, damit man am Ende ja auch unsere Chars wiedererkennt, die wir im Spiel gespielt haben. Dafür füge ich euch hier mal ein paar Beispielbilder ein. Aber ein neues Projekt wäre ja nicht dasselbe, wenn es dabei nicht auch ein paar Herausforderungen gäbe, oder nicht?
Nachdem ich in der Komposition recht gut zurechtgekommen bin und schnell das gefunden habe, wonach ich gesucht habe, hat das Ganze etwas länger gedauert bei dem Stil, den ich anstreben wollte. Denn da hatte ich etwas mehr Schwierigkeiten, nämlich einen Stil zu finden, den ich verfolgen möchte oder auch vielleicht dabei meinen eigenen Stil zu finden. Denn beim Kolorieren und Ausarbeiten gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, denen man nachgehen kann. Und es sind so viele Eindrücke auf mich eingeprasselt, dass ich mich am Ende gar nicht entscheiden konnte, was ich überhaupt aus dem Bild machen möchte. Auch hierbei habe ich wieder geschaut, welche Stilrichtungen es schon gibt und habe mich da ein bisschen inspirieren lassen oder geschaut, in welche Richtung es vielleicht gehen könnte. Ursprünglich hatte ich dann die Idee, das Ganze ohne Outlines zu gestalten, sodass das ein eher weicheres Bild ergibt, könnte man sagen. Aber irgendwie kam ich damit so gar nicht zurecht und deswegen habe ich mich dann letztendlich doch dazu entschieden, Outlines mit reinzunehmen. Denn ohne Outlines konnte ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, wie das am Ende aussieht, beziehungsweise wusste ich nicht so richtig, wie ich das Ganze angehen soll beim Ausarbeiten. Als ich dann mit den Outlines begonnen habe, habe ich mich einfach so ein bisschen treiben lassen, habe so ein bisschen rumprobiert, was mir gefällt, bis ich dann was gefunden habe, was ich ganz schön fand. Dabei ist dann irgendwie so ein Stil entstanden, der in eine Comic-Richtung geht, wie ich finde. Und irgendwie hat dieser Stil auch was Eigenes von mir. Während diesem ganzen Prozess habe ich mit mir selbst ganz schön gestruggelt und mich gefragt, ob das ganze Projekt überhaupt eine gute Idee war. Weil, ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich komme nicht voran und habe dann selbst an mir gezweifelt, ob ich das überhaupt schaffe. Letztendlich bin ich Gott sei Dank aber trotzdem am Ball geblieben und habe mich nicht von meinem negativen Gefühl irgendwie beeinflussen lassen. Und darüber bin ich wirklich sehr, sehr froh. Denn auch wenn das Endergebnis anders geworden ist, als ich mir das vielleicht ursprünglich vorgestellt habe, ist dabei ein wunderschönes Ergebnis rausgekommen. Und darauf bin ich super, super stolz, vor allem, weil ich mich einer neuen Herausforderung gestellt habe. Nachdem die Base des Bildes also stand, musste ich das Ganze nur noch etwas mehr ausarbeiten mit ein paar Schattierungen und Strukturen, die dem Bild natürlich dann den letzten Schliff gegeben haben und vor allem auch den schönen Charakter, den es jetzt besitzt. Bevor ich dieses Bild gestartet habe, habe ich total unterschätzt, wie viel Zeit ich in dieses Bild investieren werde. Also ich habe wirklich gar nicht damit gerechnet, dass ich so viel Zeit in ein digitales Bild stecken könnte. Also ich habe wirklich viele, viele Stunden an dem Bild gesessen. Ich kann euch leider nicht mehr sagen, wie viele genau, weil ich die Zeit nicht mitgetrackt habe, weil das irgendwie auch so ein persönliches Projekt für mich war und dass ich das Ganze einfach genießen wollte. Aber ich habe auf jeden Fall mehrere Wochen an dem Bild gearbeitet. Immer so ein paar Stunden die Woche, also nicht durchgehend. Immer mal, wenn ich eben Zeit dafür gefunden habe und ich auf Stream so gesehen mitfilmen konnte. Und damit ist einfach, ohne dass ich das im Vornherein geplant hätte, eins der aufwendigsten digitalen Artworks entstanden, die ich jemals gemacht habe. Und darüber bin ich wirklich sehr, sehr stolz und froh, weil, ja, ich das gar nicht vorhatte und dabei ist dann so ein schönes Bild entstanden. Deswegen freue ich mich da ganz, ganz sehr drüber. Und vielleicht war das ja jetzt ein Anreiz für mich, auch in Zukunft ein bisschen mehr digital zu arbeiten, weil ihr wisst ja, ich bin hier hauptsächlich traditionell unterwegs, also mit Stift und Papier. Deswegen war das mal was ganz Neues für mich. Vor allem auch, ja, konnte ich damit ein bisschen meinen Horizont erweitern und vor allem auch so eine andere Arbeitsweise, die ich natürlich schon kannte. Also ich habe nicht das erste Mal digital gearbeitet, aber ich konnte mich ein bisschen mehr in das Thema hineinfühlen und zu schätzen lernen, wie viel Zeit man da auch in digitale Bilder stecken kann, wo man das vielleicht gar nicht sieht, weil man das Bild am Ende nur auf einem Bildschirm sieht. Und klar, kannst du in dieses Bild hineinzoomen und siehst, wie viele Details dort sind. Aber sind wir mal ehrlich, die wenigsten Menschen machen das natürlich. Und ja, das ist anders, als wenn man jetzt, keine Ahnung, ein Bild traditionell malt und dann da jeden
Pinselstrich sich angucken kann und jede Erhabenheit sieht. Deswegen war das irgendwie ein ganz, ganz anderes Feeling. Und ich glaube, deswegen habe ich das auch unterschätzt, wie viel Arbeit in solchen Bildern steckt. Vielleicht habe ich auch so lange gebraucht, weil ich eben nicht so viel Erfahrung in dem Bereich habe. Es war auf jeden Fall mal was anderes, würde ich sagen. Und ich weiß, dass jetzt mehr zu schätzen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht noch, warum ich überhaupt den Drang hatte, unsere Charaktere als Artwork zu verewigen. Über die ganze Zeit, die ich jetzt schon streame, ist mir die liebe Lisa wirklich sehr ans Herz gewachsen. Und wir hatten super viel Spaß in dem Game. Und auch in anderen Spielen, wie zum Beispiel in Raft oder Grounded, hatten wir eine super, super tolle Zeit zusammen. Aber gerade Baldur's Gate 3 ist in dieser Zeit zu einem meiner Lieblingsgames geworden. Und wenn ich die Zeit hätte, könnte ich auch wirklich ewig in dieser Welt versinken. Und genau aus diesen zwei Gründen. Erstens, weil ich die Freundschaft zu Lisa sehr, sehr wertschätze und weil ich das Game so mag, wollte ich all meine positiven Gefühle und schöne Erinnerungen in dieses Bild hineinfließen lassen, damit ich immer daran zurückdenken kann, wenn ich es anschaue und vielleicht auch, um die schöne Erinnerung nochmal spüren zu können. Und damit seht ihr hier das vollendete Werk. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz drauf. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Schreibt mir gern in die Kommentare, wie ihr das fertige Werk findet, wie ihr den Stil findet und vor allem auch, wie euch das Video gefallen hat. An dieser Stelle hoffe ich, ich konnte ein bisschen meiner Freude von meiner Freundschaft zu Lisa an diesem Game und an diesem Bild an euch weitergeben. Ich hoffe auch, ich konnte euch ein bisschen an meiner Reise, während dieses Bild entstanden ist, teilhaben lassen und euch vielleicht dadurch auch einen kleinen Mehrwert vermitteln. Nämlich nicht aufzugeben und sich neuen Herausforderungen auch zu stellen. In dieses Bild ist wirklich sehr, sehr, sehr viel Herzblut von mir geflossen und ich hoffe, ich konnte das an dieser Stelle auch ein bisschen an euch weitergeben oder euch daran teilhaben lassen, dass ihr das am Ende da draußen beim Zuschauen auch gespürt habt. Manchmal sind die schönsten Momente im Leben einfach die, wenn man für eine Sache brennt und aus dieser Sache wächst, daran lernt und diesen Weg bis zu seinem Ziel geht und ja, diesen Weg vor allem auch genießt. Dankeschön, dass ihr das Video bis hierhin zum Schluss geschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr vielleicht auch ein Abo oder ein Like da lasst, da mich das Ganze nämlich sehr unterstützt und es mir möglich macht, solche aufwendigen Videos auch öfter vielleicht mal hier auf YouTube hochzuladen und euch dabei mitzunehmen. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen und wenn ihr wollt, dürft ihr natürlich auch auf meinem Insta oder auf meinem Twitch-Channel vorbeischauen. Die füge ich euch hier nochmal ein. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Eure Creativeness. Bis bald.